Willkommen zu Balsam für meine Seele, eine Ermutigung für jeden Tag. Es sieht so aus, als wenn wir Menschen in uns ein ganz festes Gesetz hätten. Oft erlebe ich an anderen, aber auch an mir, dass wir lieber sehenden Auges in den Tod gehen, als unsere Gewohnheiten zu ändern. Das sehen Sie etwa an Menschen, die zu viel rauchen oder zu viel Alkohol trinken, sich vollkommen falsch ernähren oder sich noch andere hässliche Drogen konsumieren, Dinge tun, die ihnen offensichtlich in ihrem Körper nicht gut tun. Warum ist das so? Offenbar ertragen wir Menschen lieber tägliches Leid, als unsere Gewohnheiten zu ändern. Seltsam. Das kann man zum Beispiel beobachten an Menschen, die tapfer jeden Tag ins Büro gehen, obwohl ihnen diese Arbeit vielleicht die Lebenskraft aus den Knochen saugt. Damit das funktioniert, finden wir Gründe, warum das gar nicht so schlimm ist, was wir da tun. Oder Gründe, warum es einfach nicht anders geht. Lauter Gründe, damit wir an dem, was wir eigentlich sehen, dass es nicht gut ist, wir trotzdem nichts ändern müssen. Und es ist seltsam, wenn mich dann jemand anspricht, werde ich fuchsteufelswild. Weil da jemand meine guten Gründe, die eigentlich schlechte Gründe sind, anzweifelt. Es ist seltsam. Wir Menschen neigen dazu, unser Leid, unsere Unvernunft, unsere Sicherheit zu beschützen. Aber es gibt auch einen anderen Weg. Und das kann nicht der Weg des erhobenen Zeigefingers sein. Wir wissen, dass falsches Essen, falsche Ernährung, Rauchen und so weiter und viel zu wenig Sport ungesund sind. Das wissen wir alles. Und da hilft es auch nicht, wenn wir jemand begegnen, der erhobenen Zeigefingers sagt, wie unvernünftig, das musst du ändern, du müsstest regelmäßig. Das wissen wir doch alles. Aber was hilft? Über Jahrtausende schon gibt es eine Bewegung, die jüdisch-christliche Religion, deren Zentrum es ist, einzuladen zum Aufbruch. Ein im Christentum sehr bekanntes Lied heißt »Vertraut den neuen Wegen«. Geh den Weg des Vertrauens. Ahne, dass das, was du vielleicht insgeheim dir für dich träumst, dir gut tut. Ahne, wie dieses Land, meinetwegen mit mehr Bewegung, ohne Rauchen, gesündere Ernährung, ohne diese Menschen, die dir nicht gut tun, diesem Beruf, der eigentlich für dich schädlich ist, aussehen könnte. Ahne es erst einmal, immer wieder, erst einmal davon träumen und dann vielleicht ganz vorsichtig ahnen, wie könnten die nächsten Schritte dahin aussehen. Auch das erstmal ohne Druck. Und dann als nächstes ganz vorsichtig, wie könnte denn der erste Schritt aussehen? Nicht das Ganze, das ist viel zu viel. Wie könnte der erste Schritt aussehen? Und sich dann ganz vorsichtig, liebevoll wie ein Freund zu mir selbst auf den Weg machen. Vielleicht ist das ja der Grund, warum die Religion des Judentums und des Christentums bis heute oft tot gesagt nicht tot zu kriegen sind, weil es eigentlich mich ermutigt zu glücklichem Leben. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Gott segne Sie. Bleiben Sie gesund.